In diesem Video zeige ich, was du tun kannst, wenn sich der Rollladengurt nicht mehr von alleine einzieht. Ich zeige Schritt für Schritt, wie du die Feder im Gurtwickler ganz einfach selbst nachspannen kannst. Hier bei mir wird der Gurt beim Hochziehen des Rollladens nicht mehr vollständig von alleine eingezogen. Das Problem habe ich in der Vergangenheit bei einem anderen Rollladen von mir bereits erfolgreich lösen können. Es liegt an der Feder im Gurtwickler, die mit der Zeit an Zugkraft verloren hat. Um sie nachzuspannen, lassen wir den Rollladen im ersten Schritt komplett herunter. Dann öffnen wir den Gurtwickler. Wir können den Kasten vorsichtig mit einem Schraubenzieher öffnen. Hier bei meinem Gurtwicklerkasten gibt es eine entsprechende Aussparung, an der man gut mit dem Schraubenzieher ansetzen kann zum Hebeln. Wenn wir den Gurtwicklerkasten erfolgreich geöffnet haben, dann müssen wir im nächsten Schritt den Gurt zunächst komplett von der Rolle abwickeln. Die Rolle steht unter Spannung. Beim Loslassen würde sich der Gurt wieder von alleine einziehen. Damit das nicht passiert, können wir diese kleine Sicherung mit dem Schraubenzieher heraushebeln. Dadurch blockiert die Rolle und sie dreht sich nicht weiter. Dann lösen wir als nächstes den Gurt von der Rolle. Der ist nur eingehakt und lässt sich leicht abziehen. Am einfachsten ist es, wenn wir den Gurt nicht komplett aus dem Kasten herausziehen, sondern ihn hier oben noch ein Stück drin lassen. Dadurch verhindern wir, dass wir den Gurt versehentlich verdrehen und später falsch herum einfädeln. Als nächstes lösen wir jetzt wieder die Sicherung, indem wir die Nase mit dem Schraubenzieher eindrücken. Die Rolle halten wir dabei mit der anderen Hand fest, damit sie sich nicht bewegt. Die Rolle drehen wir dann entgegen den Uhrzeigersinn. Dadurch wird die Feder im Inneren gespannt. Häufig sind hier bereits 2 oder 3 Umdrehungen ausreichend. Wenn wir hier keinen Widerstand spüren, dann kann es sein, dass die Feder im Inneren gebrochen und kaputt ist. In dem Fall ist es am einfachsten, den kompletten Gurtwickler auszutauschen. Wie das geht, habe ich in einem separaten Video gezeigt. Ich habe es in der Videobeschreibung und am Ende dieses Videos verlinkt, falls ihr euch dafür im Detail interessieren solltet. Hier bei mir sieht das aber gut aus. Es ist ein Widerstand spürbar und die Feder im Inneren wird offensichtlich gespannt beim Drehen der Rolle. Nach ein paar Umdrehungen hebeln wir die Sicherung heraus, damit die Rolle blockiert. Dann können wir ganz entspannt den Gurt wieder an der Rolle befestigen. Einfach an der Haltenase einhaken. Wenn das geschafft ist, lösen wir wieder die Sicherung und wickeln den Gurt langsam auf. Dazu drehen wir die Rolle im Uhrzeigersinn. Das sollte durch die Zugkraft der Feder nahezu automatisch passieren. Wenn das geschafft ist, können wir unseren Gurtwicklerkasten wieder schließen. Das geht werkzeuglos. Einfach die Kunststoffabdeckung wieder einklicken. Jetzt sollte sich unser Rollladengurt beim Hochziehen vom Rollladen wieder von alleine einziehen. Wenn dieses Video für euch nützlich war, freue ich mich sehr, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt oder einen Kommentar hinterlasst. Vielen Dank!